Duell um den Gesamtweltcup. Martin Schmidt gegen den Österreicher Andreas Wiethölzl. Und was macht der neue Skiflug-Weltmeister Sven Hannawald? Jetzt im ersten ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Begrüße Sie aus Iron Mountain und die Fahrt über den Atlantischen Ozean hinweg. Ja, Lake Michigan, 402 Kilometer. Ich kann Ihnen das ganz genau sagen, weil ich es abgefahren bin mit dem Auto von Chicago aus gen Norden. Dort dann Iron Mountain, eine alte Erzbergwerksgrube gibt es hier auch noch. Davon lebten die Menschen lange, aber das schon lange nicht mehr. Goldecker, das ist ein vorbereitendes Skisprunglieder für die Springachsen im Omiland, da wo ich damals auch einen großen Sprung gemacht habe. Wenn sie weiterkommen im Springen, dann musst du trainieren. Handeln hochstemmen, da darfst du dich nicht zieren. Das Springen über Hürden, das musst du durchziehen. Und am Ende von allem, möglichst weit fliegen. Du hängst am Kletterfelsen, du hangst am Seil und radelst durch die Mountains auf dein Bike und tust es geil. Du simulierst den Absprung und tust dich dabei verbiegen. Das Wichtigste ist, möglichst weit fliegen. Möglichst weit fliegen in the morning. Möglichst weit fliegen, late at night. Möglichst weit fliegen in the evening. Möglichst weit fliegen. Makes you feel alright. Und bist du der Weiteste, dann bist du der Sieger. Woran hat's gelegen? Am möglichst weit segeln. Woran hat's gelegen? Am möglichst weit segeln. Wofür wird man dich lieben fürs? Möglichst weit fliegen. Hasta la vista, Sister Pimmels. Eine musikalische. Checks kopieren. Mit einem sehr brauchbaren Sprung. Dem besten bisher in der Konkurrenz. Auch wenn er ein bisschen einseitig das V geöffnet hat, aber gibt ganz gute Haltungsnoten um 18 für einen sauberen Aufsprung und 17,5. 115,5 Meter, weitester Sprung und bester Sprung bisher in dieser Konkurrenz. Der Pole Robert Mateja. Ich kann auch immer wieder betonen, meine Damen und Herren, für die vielen Widrigkeiten, auch was den Bildschnitt anbelangt, können wir uns nur entschuldigen. Wir haben auf die Weltregie keinen Einfluss. Aber ich hoffe, der Informationswert, wenn es dann zwischen Martin Schmidt und Andy Wiethölzl meine weitere Vorentscheidung in Richtung leisten. Schwacher Probedurchgang, jetzt besserer Sprung, aber haben Sie gesehen, da auch unten überrascht. Aber für die artistische Glanzleistung, dass er den Sprung noch gestanden hat, gibt es Sonderbeifall von den Amerikanern, die auf solche Einlagen natürlich fast noch mehr stehen als auf gute Sprünge, die dann elegant durchgezogen werden. Sensationell, wie er das noch korrigiert hat. Ich hoffe nur, dass seine Leisten das überstanden haben. Skopien der Pole. Ich habe ja zu Saisonbeginn schon guter Probedurchgang. Auch jetzt wieder ein ordentlicher, wenn auch nicht mehr so guter Sprung wie im Probedurchgang.
sehr, sehr guter Sprung. Könnte sogar der weiteste bisher gewesen sein, aber im Probedurchgang war er noch 10 Meter weiter. 114 Meter. Knapp hinter seinem Landsmann Skupien zurück, 114 Meter. Adam Malisch Platz 2. Malisch liegt noch vor Vickersund. Dann in Vickersund, glaube ich, hat speziell das, was dort alles passiert ist, sehr zugesetzt. Aber jetzt müssen wir erstmal, bevor wir zu Roman kommen, auf Willibrecht zu schauen. Dem traue ich hier was zu. Und der kommt gut ins Fliegen, der kommt gut ins Fliegen. Und das ist ein toller Sprung von Tommy Ingebrigtsen. Ich habe es mir schon im Probedurchgang gedacht, der war da zwar noch nicht perfekt, aber der kommt mit sowas gut zurecht. Auch er überkreuzt hinten immer leicht. Also das gibt Abzüge, eindeutig, auch noch für die Landung, denn das war ja eine Hafenlandung, das war keine Telemark-Landung. Aber der Ingebrigtsen, der nutzt vor allem den Aufwind dann im unteren Teil. Das ist ja etwas, was ihm liegt. Und springt, sondern kam Funaki. Und als nächster Lasse Ottesen. Wir versuchen, so gut es irgendwie geht, hier noch den Durchblick zu behalten. Lasse Ottesen, in jedem Falle der Norweger. Schöner Sprung. Steht da ein bisschen steil in der Luft am Ende. Hätte er noch mehr sogar draus machen können, aber ich glaube, es verließ ihn sogar etwas der Bob unten. Hier schon die ersten Korrekturen, wie gewohnt, mit der rechten Hand. Schaut sie die mal an, die schwenden schon wieder los. Klasse. Meter, und das wäre sogar noch weitergegangen. Wo bist du, Jussi Leinen? Schwere Skifehler bei Risto Jussi leidet. Schaut es jetzt nochmal hin, da öffnet er das V schon einseitig. Dann pendelt der eine Ski stärker als der andere. Er kommt eigentlich nicht richtig so dazu, die Ski zu einem symmetrischen V zu öffnen. Und deshalb fehlt ja auch die Anströmfläche. Und es kam der Absturz bei 100 Metern. Mika Kojonkoski wird es negativ registriert haben. Der finnische Trainer, der heute früh selbst mit Hand angelegt hat, mitgeschaut und hat um die Anlaufspur auch mit ihm für Winnekante zu verwenden. Auch Kante, abgesehen von den Schwierigkeiten, die viele Weltklasse-Springer sogar mit dieser Chance haben, nicht mehr in der Verfassung wie zu Saisonbeginn. Aber die Finnen, nachdem sie gesehen haben, sie schwächelten ein bisschen am Kulm, haben es versucht mit einem Relaxing-Programm, sind nach Florida geflogen, von dort, weil ihre Flieger eben auch nicht gingen, von Chicago hierher, erst gestern hier angekommen, jetzt aber Sven Hannawald. Hoffentlich besser als im Probedurchgang, denn er war in so blendender Verfassung. Er ist doch einer, der da schweben kann, aber es misslingt wieder der Sprung. Sven Hannawald. Iron Mountain ist nicht sein Ort. Er hat seine fantastischen Leistungen beim Skifliegen. Sowohl in Vickersund, als er Weltmeister wurde, als auch am Kulm. Vielleicht gerade für ihn das zutreffend, was Diskrepanz in den Anlaufgeschwindigkeiten vom Fliegen hierher betrifft. Kein Trainingssprung, abgesehen von dem einen Probedurchgang. Dann all dies, was ich gesagt habe, wo er schon sehr sauer war, kein Kopf für die ganzen Umstände hier. Vielleicht hat er das, er, der so viel weggesteckt hat, mustergültig in Vickersund und am Kulm, gerade hier nicht so wegstecken können. Ja. Also bei 87,5 Meter an einer für ihn indiskutablen Weite, Hannawald hängen geblieben im wahrsten Sinne des Wortes. Janis Soinen. Ja, auch eher nur minimal einige Meter weiter als den Hannawald. Und das bei absoluten Top-Athleten. Schauen wir mal auf die Windverhältnisse oben nach wie vor Rückenwind. Doch nach 40 Metern immer Rückenwind. Da etwa bei 90 Metern kennt die Aufwindphase unten sogar sehr starker Aufwind
So unterschiedlich ist das heute hier. Andreas Goldberger springt ja jetzt auch mit dem neuen Ski, den Sven Hannawald zum Weltmeistertitel geführt hat. Der Start der Viele nicht schlecht, aber ein Lückersünd bei der Skiflug WM. 127 Meter, nein, 121, ja genau, so muss es sein. Für Andi Goldberger. Er war 207 Meter gesprungen, dann hat er auf die Skier unten gepinnt und 207 am Kulm. Jetzt müsste er ja eigentlich 209,5 drauf machen, denn den Sprung stürzte er ja am Kulm. Schulter tut immer noch ein bisschen weh, aber war schon dafür wieder ein sehr, sehr guter Sprung. Janne Ahonen. Die Nummer 3 im Weltcup geschehen. Ordentlich, aber kein Top-Resultat im ersten Durchgang für Janne Ahonen. Nach wie vor für Schwarzenberger mit 133 Metern vor Ingebrigtsen, Ottesen, zwei Norweger, also auf 2 und 3. Frank Löffler immer noch Vierter, Andi Goldberger Fünfter. Ahonen vergleichsweise für ihn nur 116 Meter. Jetzt aber, meine Damen und Herren, jetzt geht's um den Gesamtweltcup, um wichtige Punkte. Andreas Windhölzl, der Angreifer in dieser Position. Und ein schwerer Fehler von Windhölzl. Da ist er auch zu schnell, zu direkt nach vorne gegangen. Muss er rudern. Achten Sie nochmal drauf. Er holt die Skier sofort. Viel zu schnell. Fast angerissen. Da kommt der Ski zu stark. Schlägt fast gegen den Oberkörper. Deshalb muss er rudern. Und nur 91,5 Meter. Das könnten wichtige Punkte heute für Martin Schmidt sein, wenn er jetzt einen ordentlichen Sprung nach unten bringt. Die letzten Male war es ja so, dass ihm der Windhölzl immer eine gewaltige Weite vorgelegt hat, was ihn sicherlich nicht ruhiger gemacht hat dort oben. Heute ist es umgekehrt. Ganz ruhig über den Vorbau. Den zieht er nach unten. Jawohl! Guter Sprung von Martin Schmidt. Zwar nicht der weiteste, aber ein erstklassiger Sprung. Nerven bewahrt. Viel weicher, runder. Mit dem alten Ski springt er ja heute wieder. Martin Schmidt. Ruhig in der Luft. Gute Noten. 18,95. 128,5 Meter. Für Martin Schmidt. Und das ist Platz 2 aufgrund der berechtigterweise sehr guten Haltungsnoten für ihn hinter Reinhard Schwarzenberger vor Ingebrigtsen und Ottesen. Und Windhölzl. So ist es, immer mühsam jetzt die Seiten überblättert auf unserem Ergebniscomputer. Ich darf Ihnen das ruhig mal beschreiben, meine Damen und Herren. Der Monitor, auf dem das Bild dann nach Deutschland geht, ist rechts von mir im Bild und links der Ergebniscomputer, also müssen Sie sich vorstellen. Das ist alles nicht so einfach, aber das soll's. Das interessiert uns alles nicht, denn der Martin Schmidt ist klasse gesprungen. Ich kann nur sagen, wie er das heute im Griff gehabt hat. Super, hinten war das. Ja, und da hat gerade auch erstmal. Tami Kyuru. Ich habe es im ersten Durchgang schon mal angesprochen. Spätstarter. Und Koyo Koskia war nach den letzten guten Resultaten im Interconti Cup mit in das Weltcup-Geschehen einbezogen. Wäre er eigentlich ein Flieger, deshalb auf den großen Schanzen, zuletzt zu Hause auf den Flugschanzen, lang, dünn. Das kommt seinem Sprungstil entgegen. Aber er hat sich nach großen Problemen im Probedurchgang hier kontinuierlich gesteigert. Jetzt auch im zweiten Durchgang nochmal. Schöne Landung. Also das könnte durchaus einer sein für die nächste Saison. Pekka Salminen sagt selbst, die Saison ist mir jetzt einfach zu lang. Das ist mein erstes richtiges Jahr.
das heute in Iron Mountain war zum Lernen. Wir haben das im ersten Durchgang so oft angesprochen. Sie haben seine extremen Steigvorlagen schon gemerkt. Er nimmt auch den Oberkörper dann leicht nach oben. Schauen Sie mal hin, das ist genau das, was er nicht tun darf. Sehen Sie hier deutlich. Was ein Martin Schmitz, der so perfekt und übel gemacht hat. Hat er leider verburkst und Christoph Dufner und Michael Urban können sich das in aller Ruhe jetzt im Zweifel durchtrainieren, wie ein Funaki zum Beispiel. Robert Mattea. Unser beliebtes Spiel sagt um die 95. Wobei auch diese Schätzung heute bei einem Lotteriespiel gleich. Tja, in dem Fall hätten wir sogar 6 im Lotto. Übrigens eines davon Jens Weißflog. Damals allerdings bei viel Schnee. Vor wenigen Tagen, das muss man schon zur Ehrenrettung der Amerikaner sagen, hatte man hier noch 2 Meter Naturschnee. Bei diesen Plusgraden ist fast alles dahingeschmolzen. Adam Malisch, damals im zweiten der erwähnten Weltcup-Sprüngen, zweiter. Oben hinter wieder Rückenwind. Aber schon ab der Mitte sogar, beträchtlichen Aufwind. Das ist die oberste Windfahne. Kannst du immer wieder betonen, wenn einer mal in den mittleren Bereich kommt, in relativ guter Flugposition, dann kann er auch was machen draus. Dann heißt es auf Wiedersehen. Bis 130 Meter runter. Da ich ja das Fenster ausgebaut habe, meine Damen und Herren, hören Sie vielleicht über unser Geräuschmikrofon auch, wie der Wind da richtig reinbläst. Haben Sie mal einen guten Eindruck, wie es hier etwa bei 90 Metern so aussieht. Sich anhört. Wolfgang Steiert. Fünfmal haben seine Springer schon gewonnen, als er die Chefposition begleiten durfte. Vielleicht ist das zu lang. Das ist mein erstes richtiges Jahr. Und das heute in Iron Mountain war zum Lernen. Wir haben das im ersten Durchgang so oft angesprochen. Sie haben seine extremen Steigvorlagen schon gemerkt. Er nimmt auch den Oberkörper dann leicht nach oben. Schauen Sie mal hin, das ist genau das, was er nicht tun darf. Sehen Sie hier deutlich. Was ein Martin Schmitz, der so perfekt und gefühlvoll gemacht hat. Hat er leider vermurkst und Christoph Dufner und Michael Urban können sich das in aller Ruhe jetzt im Zweifel trainieren, wie ein Funaki zum Beispiel. Robert Mattea. Unser beliebtes Spiel, sagen so um die 95. Wobei auch diese Schätzung heute bei einem Lotteriespiel gleich. Tja, in dem Fall hätten wir sogar 6 im Lotto. Übrigens eines davon Jens Weißflog. Damals allerdings bei viel Schnee. Vor wenigen Tagen, das muss man schon zur Ehrenrettung der Amerikaner sagen, hatte man hier noch 2 Meter Naturschnee. Bei diesen Plusgraden ist fast alles dahingeschmolzen. Adam Malisch, damals im zweiten der erwähnten Weltcup-Sprüngen, zweiter. Oben hinter wieder Rückenwind, aber schon ab der Mitte sogar, beträchtlichen Aufwind. Das ist die oberste Windfahne. Kannst du immer wieder betonen, wenn einer mal in den mittleren Bereich kommt, in relativ guter Flugposition, dann kann er auch was machen draus. Dann heißt es auf Wiedersehen, bis 130 Meter runter. Da ich ja das Fenster ausgebaut habe, meine Damen und Herren, hören Sie vielleicht über unser Geräuschmikrofon auch, wie der Wind da richtig reinbläst.
haben Sie mal einen guten Eindruck, wie es hier etwa bei 90 Metern so aussieht und sich anhört. Wolfgang Steyert. Fünfmal haben seine Springer schon gewonnen, als er die Chefposition begleiten durfte. Vielleicht ist das auch. Meter für Stefan Horngacher, Alois Lipburger. Das kannst du immer wieder betonen. Sowas, ja, erinnern Sie sich an Wojciech Fortuna, damals in Japan. Auch ein Windspringer. 124 Meter für Malic. Also das Motto des heutigen. Der kommt noch ins Fliegen. Haben Sie mal einen guten Eindruck, wie es hier etwa bei 90 Metern so aussieht und sich anhört. Wolfgang Steyert. Fünfmal haben seine Springer schon gewonnen, als er die Chefposition begleiten durfte. Vielleicht ist das 124 Meter für Malic. Also das Motto des heutigen Springens ist ganz einfach crazy für die Amerikaner. Sehr schöne Landung, sauberer Telemann. Das ist die oberste Windfahne. Kannst du immer wieder betonen. Wenn vor wenigen Tagen, das muss man schon zur Ehrenrettung. Übrigens, vor wenigen Tagen. Dann kann er auch was machen dort. Kommen Sie mal gut nach Bonnen. Der kommt noch ins Fliegen. Der kommt nach Bonnen. Also die Chefposition begleiten durfte. Vielleicht ist das. Der fühlt sich heimisch hier. In Iron Mountain erinnert mich ein bisschen, die Polen können sowas, ja, erinnern Sie sich an Wojciech Fortuna, damals in Japan, auch ein Windspringer, 124 Meter für Malic. Also das Motto des heutigen Springens ist ganz einfach crazy für die Amerikaner, sehr schöne Landung. Sauberer Telemark, Note 18, 18,5 berechtigt, eine 17,5, die wollen wir vergessen. Kommt natürlich vom Norweger, einem puren ST. Aber Funaki. Das liegt sicherlich nicht nur an den widrigen Bedingungen, weil Tsuyoshi Funaki hat sich selbst ein bisschen kaputt gemacht. Zwei Skiwechsel, also Martin Schmidt gesehen hat, mit seinen Anlaufgeschwindigkeiten, wollte er unbedingt auch noch Senior springen in dieser Saison, kam damit nicht zurecht, jetzt ist er bei Elan gelandet, im letzten Jahr noch bei Fischer. Lauter Dinge, die einen Funaki zudem abgenabelt von der Mannschaft, mit seinem slowenischen Trainer, Weiz, trainierend, eigene Managerin, auch nicht gern gesehen bei der restlichen Mannschaft. Also ich glaube, das wird sich alles für die neue Saison wieder ändern bei den Japanern. Janne Ahonen, Mika Kojonkowski, aber Ahonen kam schon vom Tisch nicht gut weg. Hat nicht gepasst, war schon zu sehen. Auch ein Janne Ahonen als die dritte Kraft hinter Schmidt und Witthölzl im Skisprung-Weltcup und sowas habe ich auch noch nie gesehen, dass der mit einer Hüfte zurückhängt. Bei Ahonen. Ein so instabiles System sieht man bei ihm selten. Auch er abgestürzt. Und vorne Malic vor Jekle, Funaki Fraß und dem Koreaner Choi, der nach wie vor Platz 5 liegt. Stefan Horngacher. Hat er ganz gut erwischt. Sehr gut. Und macht auch noch am Ende was draus. Sehr schöner Sprung von Stefan Horngacher. Sah man schon oben, dass er gut erwischt hat und dann letztes Flugdrittel nutzt er voll den Aufwind, den er da hat.
127,5 Meter für Stefan Horngacher. Alois Lipburger, sein Trainer, natürlich stolz auf ihn. Denn das hat er gebraucht. Das Resultat, habe ich ja gesagt, nach einer Saison, die alles andere schon in der Vorbereitung als glücklich für ihn verlief. Horngacher von Mali schon Gäste. Skupien. Arbeiten nicht so gut wie Malisch. Also der fällt zurück. Auch hinter Jäckle. Also Hans-Jörg Jäckle bleibt Dritter. Horngacher bleibt an der Spitze. Wir stehen ja nur noch 7 Mann oben. Damit ist Jäckle in jedem Falle schon 10. Mia hier. Und auch der fällt voraussichtlich hinter Hans-Jörg Jäckle zurück. Ja, könnte knapp werden, denn der war ja über 10 Meter vorne. Nach dem ersten Durchgang, jetzt aber abgestürzt. Ja, ist auch so, ganz klar. Keine Chance, Jäckle bleibt auf Platz 3. Mia Hira, wir erinnern uns an Planitzer im letzten Jahr, als er mit einem sensationellen Springen noch Martin Schmidt geschlagen hat. Die Gunst der Stunde in diesem Jahr nicht genutzt. Es schien mir fast so, als ob er im Schutz des Mannschaftskollegen im letzten Jahr sich mehr entfalten konnte als die Führungsfigur, die vermeintliche in dem Jahr. Andi Goldberger. Auch Goldberger. Ganz typisch. Viel zu direkt nach vorne angesprungen. Das funktioniert hier nicht. Nur 88 Meter. Was ist das? Ich sag's nochmal. Für ein verrücktes Ding, was wir da heute erleben. Im zweiten Durchgang. Von den Lippen konnte man den Spruch ablesen. Steuert ins Brand Löffler. In Augenkorrespondenz. Löffler, der gute Skifahrer in der Spur. Hat er Geduld, den hat er nicht so gut erwischt wie den ersten. Versuchte noch was draus zu machen. Die Skier waren steiler angestellt. Versuchte zu schlagen, hat gekämpft. Sehen Sie hier, beim Absprung schon, da hängen die Skier, kommt keine Luft von unten. Aber mit dem Rückenwind nicht zurecht, der Schub ist so richtig vom Tisch weg. Ski kommt nicht. Er bekommt die Luft nicht und das Gerät fällt auch bei 98,5 in diesem Falle nach unten, aber ist immerhin noch Fünfter. Jäckle Dritter, Löffler Fünfter und oben ja nur noch 4. Damit sind sie beide schon mal unter den 10. Jäckle und Löffler. Lasse Ottesen. Auch Ottesen kämpft. Viel kürzer noch als Löffler. Puh, was macht mir Sorgen für Martin Schmidt? Schauen wir nochmal auf die Windfahne. Unten extremer Aufwind und oben extremer Rückwind. Also es bleibt dabei. Ottesen sogar hinter Jäckle und Löffler zurückgefallen. Horngacher vor Malisch und Jäckle, Fünfter, Frank Löffler. Die besten drei des ersten Durchgangs. Tommy Ingebrecht, ihm liegt sowas. Rücken mit am Tisch, als sie sich diese Schulterbewegungen an. Und dann unten Aufwind, das Mager. Tommy Ingebrecht, so wieder toll in der Luft. Was für ein Sprung. Das sind seine Verhältnisse heute. Das sind seine Verhältnisse und das hat er irgendwie auch verdient. Denn er ist so knapp bei der Skiflug an einer Medaille vorbeigeschrammt. Das Kreuzen der Skier natürlich mit der seitlichen Schere, was zu Punktabzügen führt. Nur 16 und 17 die Noten für Ingebrigtsen. Vor allem, weil er den Telemark auch noch getürkt hat. Er ist erst einmal mit einer Haferlandung zu Boden gekommen und ganz geschickt und clever hat er dann geschwindelt und den einen Ski noch vorgeschoben, aber ganz dumm sind die Kampfrichter nicht, um es salopp zu formulieren. Jetzt aber Martin Schmidt, Ingebrigtsen also in Führung. Vielleicht hat Martin Schmidt mitbekommen, es ginge was hier.
Er kommt gut weg! Gut weg! Fliegt gut! Hoffentlich steht er sauber, wunderbar, elegant gelandet! Martin Schmidt, absolute Weltklasse! Das ist wieder der Schmidt, den wir alle lieben und bewundern! Sehr schön oben, ruhig gefühlt, von den leichten Pendler mit dem rechten Ski weggesteckt und zwar nicht so extrem draufgedrückt, wie er das am Kulm zum Beispiel gemacht hat, sondern er hat Geduld, ganz leichte Korrekturen, 132,5 Meter und klasse Telemark, lauter 19er, nur eine 18,5 vom Norweger. Na gut, der geht auch wahrscheinlich mit einem Ästheten-Lehrbuch ins Bett. Der Kampfrichter aus Norwegen, Schmidt, haushoch in Führung. Jeckle Fünfter und Löffler Siebter. Jetzt fehlt die Entscheidung. Reinhard Schwarzenberger. Und der schwere Fehler von Schwarzenberger. Zum Glück hat er das noch korrigieren können. Was ich eingangs erwähnt habe, der Rückenwind kann dazu führen und dieser extrem hohe Vorbau, diese flache Flugkurve, dass die Skispitze fast den Vorbau berühren kann. Das wäre ja fast passiert hier. Und Schwarzenberger abgestürzt. Das tut mir jetzt richtig leid, denn der war wirklich ganz gut in Form zurück. Aber er hat es Meister. Zum Glück, Gott sei Dank, das hätte böse ausgehen können. Aber Martin Schmidt, meine Damen und Herren, hat dieses Weltcup-Springen in Ironmount und dann, glaube ich, unter dem Strich ist alles auch, was wir oben und sie zu Hause mit erdulden mussten heute. Ich sage nochmal, da müssten wir alle durch. Ist vergessen, vorbei. Martin Schmidt hat gewonnen. Macht heute 100 Punkte und Witt Hötzl, der ja nicht im Finale war, damit keinen einzigen Weltcup-Punkt machen konnte, fällt damit auf 280 Punkte im Gesamtweltcup zurück. Das kann ich. To move ahead of the field with a second consecutive lead of 132 meters. But when the going gets tough, the tough get going, so they say, and there's none tougher on this circuit than the World Cup leader Martin Schmidt of Germany. His second jump vaulted him into first place for a ninth win of the season that extends his overall lead to 280 points. In Spain, the Tour of Valencia.